Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Episode von Whispers of Wisdom. Heute sprechen wir über eine besondere Nacht, nämlich die Nacht der Bestimmung, auch bekannt als Laylatul Qadr. In dieser Episode werden wir uns eingehend mit der Bedeutung dieser besonderen Nacht im Ramadan und im islamischen Glauben befassen. Zusammen mit unserem Gastreferenten Sheikh Abu Jibril werden wir die spirituelle Tiefe dieser Nacht erkunden und ihre zentrale Rolle für Muslime auf der ganzen Welt verstehen. Bevor wir anfangen, würde ich erstmal kurz vorstellen, wo wir hier sind. Und zwar haben wir, alhamdulillah, die Möglichkeit bekommen, hier bei Ummahab unser Podcast zu drehen. Ein Ort, ein Safe Place für Muslime in Berlin, der von zwei türkischen Brüdern gegründet wurde, mit der Intention, hey, wir brauchen ein Safe Place für Muslime, wo wir vor allem muslimische Geschwister die Möglichkeit bieten, zusammenzukommen, sich zu vernetzen, ihr Business zu starten und einfach einen Ort zu haben, wo man sich zurückziehen kann, produktiv sein kann und auch gleichzeitig nicht unterbrochen werden kann und irgendwie einen Ort wechseln muss, sondern auch ihre Gebete verrichten kann, was sehr, sehr erleichternd ist für die Geschwister. Daher auf jeden Fall checkt Ummahab ab. Der Kaffee hier schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Die haben unglaublich leckere Torten hier. Und auch sehr, sehr leckere Softdrinks. Dann geht noch ein weiterer Dank an zwei weitere Sponsoren. Einmal Prey Design und einmal Akhira Arts. Wir haben ein kleines Geschenk für dich. Und zwar haben wir einen Gebetsteppich und ein sehr schönes, selbstgemaltes Gemälde. Und dazu noch ein Miswag und ein Misk-Duft. Wir haben noch nicht angefangen, wir bekommen schon Geschenke. Soll ich jetzt das entgegen? Ja. Dingen, mach schon. Mashallah. Sollen wir das schon aufmachen oder? Kannst du gerne machen. Okay, Miss Work. Das ist so ein. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Mashallah. Barakallahu fiikum. Barakallahu. Allah subhanahu wa ta'ala soll euch dafür belohnen, ja, auch die Sponsoren. Amin, amin, amin. Jazakallahu khair. Stimmt, dann, nachdem wir hier fertig sind mit Essen und Trinken, mit Beemilda wieder. Inshallah. Wirklich sehr, sehr schöne Geschenke. Auf jeden Fall folgt den Geschwistern Prey Design auf Instagram und auch Akhira Arts. Sie bieten auch ihre Dienstleistungen an und ihre Produkte zum Verkauf, inshallah. Das sind sehr, sehr hochqualitative Produkte. Kann ich nur weiterempfehlen, inshallah. Genau. Doch bevor wir jetzt erstmal beginnen, erstmal ein Assalamu alaikum auch an dich, Sheikh, ne? Auch Barakallahu für deine Anwesenheit, dass wir dich herzlich begrüßen dürfen in unserer Podcast-Episode. Doch bevor wir beginnen, auch für die Zuhörer einmal oder Zuschauer, magst du dich kurz einmal vorstellen? Mein Name ist Ahmed, bekannt als Ahmed Abu Jibril. Ich bin alhamdulillah Muslim und als Muslim geboren. Lebe in Deutschland seit 2009 und aktuell bin ich Imam der Furqan Moschee in Neukölln. Und so wie ihr versuche ich auch mit den Menschen über die Religion Allah subhanahu wa ta'ala zu sprechen. Und mit Allah subhanahu wa ta'ala das Erlaubnis bitten wir Allah, dass er uns dafür belohnt. Amin. Amin. Ja, Barakallahu fiek. Für uns war das so eine neue Sache, so einen Podcast anzufangen, weil wir dachten uns, okay, wir müssen irgendwie Schritt halten, ein bisschen mitgehen mit dem digitalen Zeitalter. Wir dachten uns, Podcast kommt sehr, sehr gut an, auch vor allem bei Jugendlichen. Sei es egal, wo die sind, einfach reinhören und einfach weiterarbeiten oder zuschauen. Es kommt ganz gut an. Und ich habe schon gesehen, du hattest ja auch schon Podcasts aufgenommen. Wie waren so deine Erfahrungen bisher? Also wie verlief das so? Der gleiche Ausgangspunkt. Ich habe ja die Empfehlung bekommen von einigen Brüdern, dass Podcast gerade die Jugendsprache ist. Viele Jugendliche hören sich sowas an. Habe das auch von dem so bestätigt bekommen. Und tatsächlich haben wir das so gestartet, aber wir haben das einen anderen Namen gegeben. Wir haben das einen Podcast, ne? Nicht Gast, sondern gesagt Pod und dann Gast. Jemand kommt zu mir zu Gast. Meine Erfahrung, wir haben Themen behandelt, wovon wir ausgegangen sind. Das sind Themen, die Jugendlichen interessiert. Ich hoffe, dass es auch diesen Zweck erfüllt hat. Planen wir irgendwie auch demnächst weiterzumachen. Ja, aber erstmal haben wir erstmal unsere 8, 9
Folgen schon online. Und schaut, ob irgendeine Leiter hat. Zukünftig geht es weiter. Inshallah. Und bis heute muss ich tatsächlich gestehen, viele Leute, die man nicht kennt, sagt man ja, wir sind auf dich aufmerksam geworden durch euren Pod. Gast. Das ist schon sehr schön. Ja. Ich freue mich auch in dem Sinne, dass jetzt, weil ich finde, ihr macht jetzt den ersten Podcast mit einem religiösen Inhalt in Berlin. Das heißt, in Berlin ist mir jetzt kein Podcast bekannt, der jetzt, sag ich mal, so wie es ihr gerade macht, religiöse Inhalte in einer lockeren Atmosphäre. Wasser, Kuchen, Datteln und hübsche Gesichter, mashallah. Sowas habe ich jetzt noch nicht. Ja? Deswegen, ihr seid Allah bei euch jetzt sozusagen so die Ersten. Und Allah subhanahu wa ta'ala soll euch da Erfolg geben und jeden auch belohnen, der auch hinter den Kulissen steht. Ne? Ja, und Allah soll dich belohnen, mashallah. Durch jetzt bist du der erste Mann hier vor der Kamera. Aber es sind auch viele andere Männer hinter der Kamera und Sponsoren und, und. Allah soll die alle reichlich belohnen. Ja. Amin, amin, amin. Genau. Und zwar werden wir heute über Laylatul Qadr sprechen, über die Nacht der Bestimmung. Doch vielleicht sollten wir erstmal die Frage klären, was ist überhaupt Laylatul Qadr? Was versteht man unter die Nacht der Bestimmung? Tamam. Ist eine schöne Frage. Lass uns mal doch erstmal über den arabischen Aspekt sprechen. Laylat al-Qadr. Layla bedeutet Nacht. Al-Qadr wird oft übersetzt mit Bestimmung. Aber Al-Qadr ist eins von drei Bedeutungen von Laylat al-Qadr. Das heißt, die Nacht der Bestimmung ist eine Erklärung von noch zwei weitere. Das Wort Al-Qadr in der arabischen Sprache heißt Wert. Tamam? Das heißt, kann heißen Wert. Und deswegen heißt es Laylat al-Qadr, weil das ist eine wertvolle Nacht. Das ist die erste Erklärung. Die zweite Erklärung ist das, was wir kennen. Qadr bedeutet in der arabischen Sprache Al-Qada, das heißt die Bestimmung. Und deswegen heißt es Laylat al-Qadr, weil die Taten der Menschen werden dann für ein Jahr dann bestimmt. Und die dritte Erklärung ist, Al-Qadr ist das Verengen, etwas eng machen. So wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Fajr sagt, فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ Qadr dayyaqa, hat es eng gemacht. Und das bezieht sich dann wieder auf Laylat al-Qadr in dem Sinne, dass in Laylat al-Qadr die Engel auf Erde sind, sodass es keinen Platz mehr gibt. Deswegen heißt es Laylat al-Qadr. Das heißt, wenn wir jetzt erstmal allgemein sprachlich Laylat al-Qadr definieren, dann haben wir drei Definitionen. Und alle Definitionen und Bedeutungen, sage ich mal, sind richtig und korrekt. Kommen wir jetzt zu dem nächsten Punkt, und zwar, wann ist denn Laylatul Qadr? Ne, weil das ist mal so das Interessante dabei. Ja. Wann ist Laylatul Qadr? Du findest da unterschiedliche Aussagen der Gelehrten, sei es in unserer heutigen Zeit oder früher. Und ich finde es auch schön, weil es gibt keine eine Meinung bezüglich Laylatul Qadr, wann diese Nacht ist. Sondern es gibt die Meinung, dass es, oder die allgemeine Meinung ist, dass diese Nacht in den letzten 10 Nächten von Ramadan sozusagen zu finden ist. Laylat al-Qadr, das ist in den letzten 10 Tagen von Ramadan. Und jetzt gerade, subhanallah, ist mir ein Beispiel eingefallen. Machst du Kampfsport? Nee. Okay. Hast du schon mal gemacht? Eher Boxen. Sehr gut. Dann würde ich jetzt mal eine Frage stellen. Hast du beim Kampfsport, oder kannst du dich noch erinnern, dass während das Training irgendwann mal der Trainer gesagt hat, jetzt machen wir irgendwie Intervall-Ausdauer-Training. Kannst du dich an sowas erinnern? Ja. Kannst du noch dich erinnern, was ihr da gemacht habt, was er da von euch verlangt hat? Das war schon so ein in bestimmten Zeitabschnitten. Aha. Jeweils immer eine andere Trainings, also sei es Seilspringen oder einfach mal Rennen, Sprint etc. So, das... Ich kann mich jetzt an so ein Intervall- oder so Ausdauertraining erinnern, auch aus dem Bereich Kampfsport, Boxen direkt, dass der Trainer dann, nachdem man schon so eine Stunde trainiert hat, in den letzten 15, 20 Minuten sagt, okay, jetzt boxt ihr weiter, aber wenn ihr jetzt meine Ansage hört und ich zähle bis 10, dann macht ihr einfach ganz schnell, schnell Boxen, Boxen die ganze Zeit und wenn ich sage 10, dann hört ihr wieder auf. Und wenn ich jetzt wenn ich sage Laylatul Qadr, ist in den letzten 10 Nächten zu finden, dann muss ich an dieses Beispiel denken.
Als ob Allah subhanahu wa ta'ala uns jetzt, wir haben mit dem Training Ramadan begonnen, die ersten 20 Tagen, Fasten, Tarawih, Beten und. Und jetzt kommen die letzten 10 Tage. Und in diesen letzten 10 Tagen müssen wir jetzt Ausdauer üben. Jetzt müssen wir einfach Vollgas geben. Und als ob es sozusagen die Stimme vom Trainer gerade im Hintergrund, 1, 2, 3, bis er sagt 10 und dann gibt wieder Pause. Und als ob diese 10 Tage jetzt von den Ramadan, die letzten 10 Tage sozusagen, diese Ausdauer sind. Und wenn man diese Ausdauer trainiert, ne, dieses einfach immer bis 10 und das führt dazu, dass du als Kampfsportler dann beheben wir leider alle eine bessere Kondition schaffst. Und wenn ich das Ganze jetzt auf den Ramadan übertrage, mit den gezielt die letzten 10 Nächte, als ob das Ganze so ist, die letzten 10 Nächte kommen und durch jetzt die Laylat al-Qadr, die versprochen wurde, wir suchen jetzt alle Laylat al-Qadr in den letzten 10 Nächten, jede Nacht versuchen wir zu sagen, okay, jetzt Ibadat, Spenden, tun und so weiter. Jetzt wollen wir unsere Kondition mit der Ibadah steigern. Wir wollen, dass der Ramadan endet und wir kommen bei ihm mit einer stärkeren und eine bessere Kondition nach dem Ramadan. Deswegen, wenn ich jetzt so die zwei Punkte zusammenfassen kann, Punkt Nummer 1, Definition von Laylatul Qadr. Punkt Nummer 2, wann ist Laylatul Qadr in den letzten 10 Nächten von Ramadan? Und dann Punkt Nummer 3, was ist denn überhaupt die Belohnung von Laylatul Qadr? Das heißt, oder war das jetzt die Frage, die du mir stellen wolltest? Ja, ja. Okay, verzeih mir, wenn ich vorgreife. Gut. Nein, alles gut. Okay. Gut. Das heißt, deine Frage wäre, was wäre denn die Belohnung? Ne? Okay. Laylatul Qadr, ja, schwierig, wenn du mit mir zu tun hast, der Masha'Allah direkt mal rede. Ich muss nicht mal stoppen. Was ist die Belohnung für Laylatul Qadr? Das Schöne ist, dass jeder Muslim an Laylat al-Qadr mit so einer Liste herangeht. Er wird geben, er macht schon eine Liste, ja Rab, die rechtschaffene Frau, Laylat al-Qadr, du, also richtig, so steht ganz oben, er fliegt ganz oben. Und dann Nummer 2, ja Rab, Geld. Ich kann mich erinnern, wir waren in Umrah gewesen. Und das war in den letzten 10 Tagen, aber das war nicht, das war jetzt nicht die 27. Nacht, also das war die erste so 21. Ja, Nacht. Ja. Und dann haben wir einen Bruder getroffen, ja, einen Bruder, der mit uns war, und dann hat er mir gesagt, Sheikh, Ali, was für Dua darf ich jetzt beim Tawaf machen? Jetzt, wir sind im Ramadan, okay? Ali, was für ein Dua könnte ich eigentlich aussprechen? Ali, das, was du willst. Ali, darf ich Allah subhanahu wa ta'ala so um 1 Million Euro bitten? Ali, mach. Ali, wird er mir das dann geben? Ali, das weiß ich nicht. Es gibt immer so die Specials Adhiya für so Laylat al-Qadr. Okay, geh jetzt zu der Masjid und dann Allah soll mir Geld geben und so weiter. Man kann ja Allah alles fragen. Man kann Allah subhanahu wa ta'ala gibt subhanahu wa ta'ala. Aber was ist die Belohnung, wenn man Laylat al-Qadr trifft? Erstmal aus dem Koran sagt Allah subhanahu wa ta'ala allgemein, vielleicht du wirst jetzt sagen, okay, ich will jetzt den Vers sagen, Laylat al-Qadr khayrun min alf shahr, aber ich will davor noch einen anderen Vers sagen, was allgemeiner ist. In Surah An-Nisa sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu yuridu an yatuba alaykum. Und Allah will, dass ihr bereut. Wenn ich die 10 Tage in Betracht ziehe, wie Allah subhanahu wa ta'ala und der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam uns da motiviert, mehr mit der Ibadah zu machen. Der Prophet alaihi salatu wa sallam, Sayyidah Aisha überliefert, sagt, wenn die letzten 10 Tage eingetroffen sind, hat er sich fleißig um die Ibadah gekümmert. Er war sallallahu alaihi wa sallam beschäftigt nur mit der Ibadah. Und dann sagt sie, wa ayqadha ahlahu, das heißt, seine Mission war auch unter anderem, dass er seine Frauen aufgeweckt hat, dass sie auch an der Ibadah teilnehmen. Er hat in den letzten 10 Tagen den I'tikaf vollzogen, sodass nach seinem Tod seine Frauen auch den I'tikaf in der Moschee des Propheten a.s. vollzogen haben. Das heißt, in diesen 10 Tagen haben wir den Propheten a.s. gesehen, die Frauen des Propheten, die Muslime, wie jeder bemüht ist, von Allah subhanahu wa ta'ala die Vergebung zu bekommen. Allah sagt, Allah will euch vergeben. Und das zeigt mir, subhanallah, die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Yani manchmal sitzen wir und sagen, yani Allah macht uns die Ibadah einfacher. Allah gibt uns Angebote. Yani Allah sagt,
Nur macht einen Schritt. Hm. Mach nur einen Schritt. Allah gibt uns ein Angebot. Hm. Ja, als ob jetzt jemand dir sagt, wir haben für dich ein Angebot in Ramadan. Du sagst, was für ein Angebot? Du sagst, Angebot lautet, du bekommst für ein Euro ein Kilo oder einen Kuchen dafür. Mhm. Beim Kuchen. Okay. Oder kennst du Madlu'a? Madlu'a? Ramadan, so Süßigkeiten? Kennst du nicht, Allah samhak. Scheibiert. Doch. Ja, Madlu'a ist dieses, guck mal, ich erkläre es dir mal kurz. Machen wir mal kurz Pause. Ne? Was ist Madlu'a? Madlu'a ist so eine grüner so ein Teil, ich kenne es nicht mehr. Grün von unten, so ein grüner Boden. Okay. Besteht aus wahrscheinlich Pistazien und so weiter. Ja, ja. Und dann darüber ist Ashta. Okay. Und darüber ist noch Mukassarat. Mhm. Und dann kommt von drüber schon Atar. Ah, okay. Weißt du, wie lecker das ist, nach dem Iftar so einfach einmal dazu zu greifen? Weißt du, wie lecker das ist? Sehr gut vorstellen. Wallahi, das ist so lecker. Oder Scheibiert. Mhm. Und dann einfach mit einem leckeres Getränk. Perfekt, oder? Mm. Und dann heißt es, alle im Ramadan wollen wir abnehmen. ich kann mich erinnern, meine Arbeitskollegin sagt mir, die ist keine Muslime, die sagt zu mir, wenn sie immer wusste, dass jetzt Ramadan bald ist, sie hat mir dann gesagt, da wo sie dann so lange, so viel essen, bis sie ohnmächtig werden. Ich meinte, woher kennen Sie das? Ich meinte, ich bin ja mit Muslimen unterwegs gewesen und ich habe mir festgestellt, wenn der Ramadan kommt, dann essen die dann so viel zum Iftar, als ob sie nicht gefastet haben. Was ja auch nicht gut ist. Zurück zum Thema, nicht, dass ich jetzt hier abdrifte. Weißt du, wo ich stehen geblieben bin? Bei der Belohnung Ramadan, na, die Allah möchte. Genau. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ruft jeden von uns in Ramadan zur Reue. Und speziell in den letzten 10 Tagen. Das heißt, ich sage jetzt, wenn du in den ersten 20 Tagen unachtsam warst, weil du mit vielen Dingen beschäftigt warst, ist kein Problem. Allah nimmt dich weiterhin an. Allah ruft dich weiterhin. Aber mach den ersten Schritt. Kommst du Allah subhanahu wa ta'ala den ersten Schritt näher, er will dir vergeben. Und erst recht im Ramadan, weil die Toren des Paradieses geöffnet sind und die von Jahannam was? Geschlossen sind. Das heißt, die erste Belohnung, Allah will, dass wir bereuen. Allah will unsere Sünden vergeben. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. O meine Diener, die ungerecht oder maßlos gegen sich selbst waren, verliert nicht die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs. Denn Allah vergibt alle Sünden. Alle Sünden. Ja, ich habe noch Alkohol getrunken. Allah vergibt dir. Ich habe Zina begangen. Allah vergibt dir. Ich habe die ersten 20 Tage nicht gefastet. Allah wird dir vergeben. Bereue, Allah subhanahu wa ta'ala wird dir es vergeben. Die zweite Belohnung ist, das, was man auch kennt. Allah sagt, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Die Nacht der Bestimmung ist besser als 1000 Jahre. Und wenn man sagt 1000 Jahre, wenn man das umrechnet, dann sind das, afwan, nicht 1000 Jahre, sondern 11 Shahr, 1000 Monate. 1000 Monate. 1000 Monate sind umgerechnet, weißt du das? Weißt du es nicht, ne? Nein. Aber ich weiß es, dann sage ich das, ne? Okay. Sag mal, oder? Sag mal. Du hast Matheunterricht, hast du nicht aufgepasst. Jetzt merke ich das. Okay. Ich hatte sogar Mathe nächsten School. Wirklich? Ja, aber. Okay. Aber wahrscheinlich bis zu ein paar Tage her. Ja, ja. Das sind ungefähr 84 Jahre. Das heißt, eine Nacht, du spendest 1 Euro beispielsweise, gilt bei Allah subhanahu wa ta'ala, als ob du es wie lange gemacht hast? 84 Jahre. Ein Dua, ein Istighfar, ein Bittgebet, ein Qiyam. Deswegen, es ist tatsächlich ein Verlust, wenn man Laylatul Qadr verpasst. Und zum Schluss, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, man qama Laylatul Qadr imanan wa ihtisaba, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمْ مِنْ ذَنْبِهِ. Wer zu Laylatul Qadr aufsteht und er glaubt daran und er hofft, die Belohnung bei Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen,
Da sagt der Prophet, Allah vergibt ihm all seine Sünden. Das heißt, wir haben drei Punkte besprochen zu der Belohnung von dieser Layla. Nummer eins war, Wallahu yuridu an yatuba alaykum, Allah will euch vergeben. Die Reue bei Allah. Nummer zwei, 84 Jahre. Und Nummer drei, die Aussage des Propheten, die auch mit Punkt Nummer eins eigentlich als weitere Bestätigung dafür ist. Die Frage ist jetzt, wie, beziehungsweise woraus ergibt sich das, dass es die letzten 10 Nächte von Ramadan sind? Der Prophet sagte zu Laylat al-Qadr unterschiedliche Hadithe. Und die Sahaba radiallahu anhum haben diesbezüglich auch unterschiedliche Hadithe getroffen. Es gibt die Aussage von dem Sahaba, dass sie gesagt haben, dass sie mit dem Propheten a.s.w. Laylat al-Qadr erreicht haben in der 21. Nacht. Und es gibt die Aussage, dass sie gesagt haben, das war die 25. Nacht. Die Mehrheit, die meisten Aussagen berufen sich von dem Sahaba radiallahu anhu aus auf die 27. Nacht. Deswegen gibt es einen allgemeinen Hadith, wo der Prophet a.s.w. sagt, Iltamisuha fil Ashr al-Awakhir. Sucht diese Layla, diese Nacht, in den letzten 10 Tagen. Deswegen sagen die Gelehrten, formulieren das ganz schön, die sagen, Laylatul Qadr ist zu finden in den letzten 10 Tagen. Und sie ist eher zu finden in den ungeraden Nächten. Und die ist eher zu finden in der 27. Nacht. Jetzt, wenn wir uns jetzt sozusagen in den letzten 10 Nächten befinden, welche bestimmte besondere Praktiken oder Ibadat sollte man vor allem vorziehen? Erstmal wollen wir vielleicht mit dem Dua beginnen, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Frau beigebracht hat. Und das ist subhanallah wieder so eine schöne Sache. Der Prophet alaihi salatu wasallam hat nicht seine Familie vernachlässigt, den auch die Religion Allah subhanahu wa ta'ala beizubringen. Und sie, die Familie des Propheten alaihi salatu wasallam, waren auch daran interessiert. Unser Mann ist der Gesandte Allahs. Ich wollte, mach was du willst und wir machen unser Lehr. Wir sind auch mit dir. Und das ist so ein schönes Verständnis, dass die Familie miteinander, zueinander hält. Jetzt befinden wir uns in dem Monat Ramadan. Jetzt halten wir alle zueinander, sodass wir eine gesegnete Stimmung in der Wohnung haben. Weil es ist ein bisschen schwer, wenn jetzt die letzten 10 Tage eintreffen und beispielsweise die Kinder sagen, okay, wir wollen jetzt die letzten 10 Tage für die Ibadah inshallah investieren. Und ein Elternteil sagt, nein, jetzt müssen wir einfach erstmal die ganzen Einladungen hier abklappern, weil sonst wird die Familie sauer auf uns sein. Weil jetzt sind die letzten 10 Tage. Oder wenn einer von denen sagt, ja, jetzt kaufen wir erstmal die Geschenke fürs Eid ein. Jetzt sind die letzten 10 Tage, das sind jetzt die wichtigsten. Es ist so ein schöner Zusammenhalt gefragt. Die Frau des Propheten alaihi wasallam fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, sagte, ja, Rasulallah, wenn ich Laylatul Qadr erreiche, welchen Dua sollte ich Allah subhanahu wa ta'ala bitten? Um was sollte ich Allah subhanahu wa ta'ala bitten? Was sollte ich sagen in meinem Dua? So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihr gesagt, sag, Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa, fa'afu anni. Weißt du, wie es übersetzt wird auf Deutsch? Ich würde jetzt... Oder sinngemäß vielleicht. Allah subhanahu wa ta'ala, du bist der Allvergebene. Vergib mir. So vergib mir. Genau. Und deswegen sagt auch einer der Gelehrten, er sagt, wenn du in Zeiteile bist, das heißt, die Zeit in Laylat al-Qadr ist gerade, hat dich irgendwie... Das klappt nicht, aus irgendwelchem Grund. Es ist eine ungerade Nacht, du denkst, es ist Laylat al-Qadr. Und du schaffst jetzt nicht viele Taten zu machen, dann halte einfach an diesem Dua fest und sage, Allahumma innaka afuun, tuhibbul afu fa'afu anni. Er sagt als Kommentar, weil wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir vergibt, dann wird er dir alles geben, in der Dunya und in der Akhira. Verstanden? Das heißt, anstatt zu sagen, ja, hab eine Frau und ein Auto und 1 Million Euro und ein Kuchen und Aschta und wie auch immer, wenn er dir vergibt, dann wird er dir alles geben. Der wird dir dann die Ruhe im Herzen geben. Der wird dir auch die Liebe zu ihm geben. Wenn er dir vergibt, dann ist Allah subhanahu wa ta'ala bei dir.
Und hier, subhanallah, fällt mir gerade dieser Hadith ein von dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, wenn Allah subhanahu wa ta'ala seinen Diener liebt, dann ruft er wem? Jibril alaihi salam. Und sagt, ja, Jibril. Und wenn Jibril Allah hört, dann hört er zu. Allah ruft mich. Ja, Jibril. Inni uhibbu fulan. Ich liebe diese Person. Und diese Person wird von Allah subhanahu wa ta'ala namentlich mit Namen schon genannt. Yani, ich liebe Muhammad, der Sohn von. Ich liebe Fatima, die Tochter von. Mit Namen wirst du erwähnt. Von wem? Von Al-Malik. Von Allah subhanahu wa ta'ala wird mit Namen erwähnt. Wallahi, das ist die größte Ehre, die es gibt. Das ist die größte Ehre, die es gibt. Dann stell dir vor, ich werde von einem Präsident, von einem Minister, immer wenn ich von der Schuldirektorin erwähnt werde, finde ich wahrscheinlich, dass ich bin schon eine Nummer. Ich kann mich noch bis heute erinnern, einmal ist unser Schuldirektor reingegangen, hat mich gerufen und sagte, Ahmed, du bist, keine Ahnung, ein guter Junge, der hat mich so gelobt vor der ganzen Klasse. Weißt du, wie ich mich fühlte? Ich fühlte mich einfach der beste Mensch auf der ganzen Erde. Aber hat nicht lange gedauert, dann war sie da weg. Aber Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt dich und sagt, ich liebe ihn. Er sagt zu Jibril, ich liebe diese Person. Tayyib, was soll jetzt Jibril machen? So sagt ihm Allah subhanahu wa ta'ala, fa'ahibbahu. Fa'ahibbahu, Befehlsform. Du musst ihn lieben, ja Jibril. Was macht jetzt Jibril? Er liebt diese Person. Jetzt geht's weiter. Dann ruft Jibril alayhi salam. Er sagt, o Himmelbewohner, dann hören alle. Was gibt's? Allah subhanahu wa ta'ala liebt und dann wird diese Person auch genannt. Person Muhammad ibn Fulan. Dann sagt der Prophet alayhi salam, dann lieben ihn alle Himmelbewohner. Und dann sagt der Prophet alayhi salam, فَيُوضَعْ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ. Die Akzeptanz wird ihm auf Erde gegeben. Was ist die Akzeptanz? Die Liebe im Herzen der Gläubigen. Die Menschen, du sagst, ich sehe diese Person, Wallah, ich liebe ihn. Subhanallah, er ist sympathisch. Er ist einfach. Das ist manchmal ein Zeichen dafür, muss nicht immer sein, dass Allah diese Person liebt. Und das Beste noch, wenn diese Person stirbt, die Himmelbewohner, wenn gefragt wird, welche Seele ist das, und dann wird gesagt, das ist die Seele von Flan Fulani, dann sagen sie, diesen Namen kennen wir. Fahr zurück zum Thema, was oder wie sollten wir mit welchen Taten erstmal dieses Bittgebet einhalten. Nummer 2, Qiyamul Layl. Und mit Qiyamul Layl meinen wir gerade nicht nur jetzt Tarawih, sondern mit Tahajjud in den letzten Drittel der Nacht. Weil Allah subhanahu wa ta'ala jede Nacht in den letzten Drittel fragt, Hal min ta'ib? Gibt es einer, der bereuen möchte, sodass ich ihm vergebe? Hal min sa'ilin fa'u'tiya? Hat jemand eine Frage, ein Anliegen? Etwas bedrückt mich, dass ich Allah subhanahu wa ta'ala um Hilfe bitte? Und in Qiyamul Layl, in den letzten Drittel der Nacht. Vor allem in der Gemeinschaft, in der Masjid, mit den Brüdern zusammen. Das bindet uns. Der dritte Punkt, die Sadaqa. Wenn die im Ramadan, der Prophet wurde beschrieben, keine akramin nas, er war eine großzügige Person. Und am großzügigsten war er, sallallahu alaihi wasallam, wann in? Ramadan. Yani am meisten großzügig war er, sallallahu alaihi wasallam, in Ramadan. Und erst recht in den letzten 10 Tagen. Und ich empfehle immer hier, in den letzten 10 Tagen sollte man sozusagen ein Finanzspendeprogramm machen. Bedeutet, spende an jede Nacht der letzten 10 Tage. Du hast 100 Euro, sage ich mal, oder 200 Euro, bleiben wir bei 100 Euro. Wenn wir 100 Euro durch 10 machen, wie viel sind das? 10. 10. Alhamdulillah. Leistungskurs bestanden. Das wird gehen. Richtig. Das heißt, 10 Euro pro Nacht. Jede Nacht 10 Euro, 10 Euro, 10 Euro. Dann hast du jede Nacht gespendet, dann bist du auch safe. Egal, welche von diesen Nächten Laylatul Qadr war. Dann hast du in Laylatul Qadr einmal gespendet. Das ist Nummer 3, die Spende. Nummer 4 ist das längere einzelne Bittgebet. Dieses längere einzelne Bittgebet ist eine Grundreinigung des Herzens.
Ja, nee, kennst du das im Auto manchmal? Dein Auto braucht Grundreinigung. Der fährt, weil zu viel Schokolade und hast du nicht gesehen drin. Bla Grundreinigung, jetzt geht nicht mehr nochmal Grundreinigung. Tamam? Dua at-tawil, längeren Dua. Und was meine ich mit längeren Dua? Mindestens 5 Minuten. Sag's mir, ist nicht dein Ernst. Ja, Wallah. Du, man sollte sich in den letzten 10 Tagen daran setzen, dass man versucht, bi'idhnillahi ta'ala so in der 27. Nacht ein Dua zu machen in der Länge alleine von 15 Minuten. Du sagst mir, ist doch easy, das geht schnell. Wer das noch nicht probiert hat, weiß, von was ich spreche. Du hältst deine Hände nach oben und dann fängst du mit dem Dua und dann hast du schon alle deine Duas gesagt und dann guckst du auf der Uhr und dann sind es 3 Minuten. Das braucht Kondition, das braucht Trainieren. Aber das, subhanallah, gibt Nur, gibt Licht. Nicht jetzt im Gesicht, sondern es gibt Licht hier im Herzen. Weil das ist so wie abwaschen. Aber gerade nicht für Teller und so weiter, sondern fürs Herz. Das ist Punkt Nummer 4, Dua. Und Nummer 5 ist, das ist meine Nasiha im Ramadan. Und zwar das Vergeben der Menschen. Ja? Einfach lerne aus dem Ramadan jetzt in den letzten 10 Tagen, weil wenn man etwas im Herzen hat gegenüber Menschen, dann fühlt man sich immer die ganze Zeit träge, schlecht und so weiter. Wenn du Leute vergeben kannst in den letzten 10 Tagen, dann tu das. Dann bist du frei. Wenn die dir Unrecht getan haben, dann mach das für Allah subhanahu wa ta'ala. Die Frage ist jetzt, beziehungsweise die Frage, die mir jetzt so offen bleibt, ist, wie, beziehungsweise, was gibst du den Jugendlichen so mit? Wie motiviert man jemanden, alles aus sich rauszuholen in den letzten 10 Tagen, sagen wir mal in der 27. Nacht speziell. Und wie kann man auch seine Freunde, seine Familie irgendwie mitpushen, auch sozusagen mehr Ibadah zu leisten und nicht eher so aufs Essen oder auf Besuch etc. sich zu fokussieren? Fangen wir bei der sozusagen letzten Frage an. Und wie können wir einfach Familie und Angehörigen oder Freunde motivieren? Ich würde tatsächlich die Motivation durch so zwei Sachen versuchen, bei den anderen Leuten, inshallah, durchzusetzen oder sie daran zu erinnern. Nummer eins, erinnere die Leute, was für eine Belohnung sie bekommen, wenn sie diese Nacht dann bi'idhnillahi ta'ala mit Ibadat verrichten. Es gibt auch die eine Aussage eines Gelehrten, er sagt, das Unwissen darüber, was deine Belohnung ist über eine Ibadah, ist meistens der Grund dafür, warum du es nicht tust. Verkläre noch die Familie, kläre Freunde darüber auf, was für eine Belohnung sie dann haben. Und sei nicht negativ. Ja, nämlich, wallah, machst du ja Jahannam, ja, Kaza. Dann sagt er zu dir, ja, ich will nicht. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Sei positiv. Strahle einfach von wegen, nur das ist unsere Chance. Das heißt, motivierende Worte. Erinnere die Leute an das, was Allah subhanahu wa ta'ala denen, der Prophet sallam, für eine Belohnung versprochen haben, für das Aufstehen in dieser Nacht. Der zweite Punkt ist, versuche das Ganze schon am Anfang von Ramadan und in den ersten in Tagen von den letzten 10 Nächten einzuleiten. Ja, warte nicht bis zur 27. Nacht und sagt, Salam alaikum, wo seid ihr? Komm, wir gehen heute Masjid. Der ist jetzt wahrscheinlich den ganzen Ramadan nicht zur Moschee gegangen. Er braucht ein bisschen zum ersten Mal so Berührungspunkte. Versuche das Ganze vorher schon einzuleiten. Und wenn du es vorher nicht eingeleitet hast, versuch das auch am 27. Nacht. Ruf ihn an. Du hast doch deine Liste. Salam alaikum, was machst du heute? Weißt du, wird sagen, nichts, Bruder, chillen. Kaffee, keine Ahnung was. Sag ich, guck mal, eine Nacht heute. 84 Jahre. Komm, lass mal. Wenn er dir sagt, ich komme später, das heißt, er kommt nicht. Oder er kommt 10 Minuten vor Fajr Gebet. Oder er kommt zum Essen. Es gibt immer so diese Ramadan, Laylat al-Qadr, so Fragen immer. Was gibt es bei euch in der Moschee zu? Essen. Und ich sage immer, wenn ich bei uns dann weiß ich dann, sage, bei uns gibt es das leckere Essen, Datteln und Wasser. Es ist Spaß. Ja. Was gibt es zu essen? Aber man muss auch sagen, hier auch an den Moscheen, auch eine Bitte, geht auch an mich, liefert mal was anständig, liefert was so, was die Leute auch zieht, weil ich kann mich erinnern persönlich,
ich habe damals mich gefreut, in der Moschee Laylat al-Qadr zu verrichten, weil es meine Eish gab. Die haben meine Eish und Bonji ist im Libanon verteilt, da fällt so Juice. Da haben wir uns mega darüber gefreut. Mega darüber gefreut. Ja. Das wäre der zweite Punkt bezüglich Freunde. Was war doch die erste Frage? Das geht eigentlich auch in die Frage, in die richtige, also in dieselbe Richtung. Wie motiviere ich jetzt jemanden, alles zu tun? Okay. In dieser, jetzt, wenn wir jetzt das Beispiel auf die 27. machen. Dann also beziehe ich auf das Ganze, genau. Ja. Wenn es okay ist, wenn du dich damit zufrieden bist, ansonsten rede ich noch 10 Minuten, kein Problem. Nein, sehr gut. Mashallah, barakallahu fiek. Auf jeden Fall, wir lernen auf jeden Fall daraus, dass wir uns bemühen sollten, alles geben sollten. Vor allem in dieser Nacht, in den letzten 10 Nächten, alles zu geben, alles aus uns rauszuholen. Und wir würden jetzt inshallah auch abschließen. Und ich würde dir einfach die abschließenden Worte geben, die du an die Zuhörer sozusagen richtest. Jazakallah khair erstmal. Barakallah fiek, dass ich hier mit dir darüber reden durfte. Abschließende Worte an meine Geschwister und alle Muslime und Nicht-Muslime, die mir gerade zuhören. Ramadan ist ein Monat der Veränderung. Und wir sollten diesen Monat und ganz speziell die letzten 10 Tage noch als eine Möglichkeit sehen, dass wir in uns selber schauen, was möchte ich besser machen? Was gefällt mir noch bei mir selber nicht? Ich habe noch ein paar Eigenschaften, die sind nicht gut. Und wenn du die schon kennst, weil jeder weiß von uns, wo seine Fehler sind, aber wir wollen die nicht nach außen zeigen. Für jetzt ist noch die Chance. Jetzt noch die letzten 10 Tage da. Der Zug ist noch nicht abgefahren. Bitte Allah subhanahu wa ta'ala wahrhaftig, dass er dir dabei hilft, dich von diesen schlechten Charaktereigenschaften noch zu verabschieden, sodass du mit dem Ende von Ramadan und mit dem Beginn von Shawwal, zwischen Klammern Al-Aid, einen neuen Start ins Leben hast. Genau. Ich würde dann, inshallah die Episode für heute beenden. Erstmal Sheikh, ne? Und genau, bleibt auf jeden Fall dran. Wir werden in der nächsten Episode vor allem den Fokus auf die letzten Nächten im Ramadan legen. Sprich, da werden wir auch sozusagen, wie wir es schon besprochen haben, den Tekaif zum Beispiel ansprechen, etc. Wo setze ich auch vor allem die meisten, beziehungsweise wo stecke ich mir in der meisten Zeit in den letzten 10 Nächten. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran und Barakallahu fikum und Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.